Und da gibt es eine Geschichte, ich habe einen Cousin. Der Cousin, der heißt Udo. Der Udo war zufälligerweise in Rumänien im Urlaub und hat eine Frau kennengelernt. Diese Frau hieß Roxy. Die Roxy, die war zunächst eine Rumänerin, nach dem Einschalten, also eine Rumänerin aus Bukarest. Und dann ist der Udo, hat sich in sie verliebt, ist immer zu ihr gefahren und hat einen Haufen Blödsinn gemacht. Zum Beispiel eine Handyrechnung über 7000 Euro. Er hat sie angerufen und hat gesagt, sein Vater war Hausmeister, wie jeder richtige Socks, war der Hausmeister. Und das Telefon war umsonst. Der andere gedacht, warte, ich rufe meine Freundin in Rumänien an und lasse das Telefon offen. Also das Telefon offen gelassen, was machst du jetzt? Ich schaue einen Film. Na, wir reden später, das Telefon offen gelassen. Und so kam er in einem Monat auf eine Rechnung von 7000 Euro. Das war nur ein kurzer Teil von Blödsinn. Und dann Pakete von Paketen will ich gar nicht reden. Und auf jeden Fall habe ich darüber ein Lied geschrieben und das ist alles wahr, was in dem Lied ist. Alles hundertprozentig wahr. Udo, er wohnt jetzt in Amerika. Auf geht's zum Udo-Lied. Therapie. Moment, sind Sie bereit? Pass auf, Daniel. Bist du bereit für die Soxtherapie? Futtuts, Mama, da! Der Udo hittet alles nicht. Der Udo frottet alles nicht. Der Udo hittet alles nicht. Hier dinkt man unter Schwarz-Mäß. Und lacht blöd. Wer hittet? Wer lacht der Udo? Wo ist der Udo? Come on! Wir gehen hier, das ist... Also wie gesagt, das war eine wahre Geschichte. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Der Vater von Mutter, Frau von Hans, hat das Mädchen gefragt, die Roxy gefragt. Roxy. Verstehen alle Rumänisch, ich weiß nicht. Also, tut du jetzt Zigeunke? Also, Roxy, bist du Zigeunerin? Hat sie gemeint, nur, nein, ich bin keine Zigeunerin. Nur mein Opa, der war Zigeuner. Das ist kein böser Witz, das war die Wahrheit. Sie hat gesagt, nur mein Opa, der war Zigeuner. Und der Opa war wirklich Besenbinder. Und der Helmut ist erster Nachfahre, weil seine Eltern waren auch Besenbinder. Und der Helmut ist extra aus Rumänien eingeflogen.
und macht uns jetzt ein Lied auf Rumänisch, und zwar auf der Zigenie. Dulce, cantando.